Na, ist schon soweit? Ja, ist soweit. Denn die Netzgeschichten werden 5 Jahre alt. Zeit für die Netzgeschichten. Toni ist ready. Ja, definiere ready. Läuft das jetzt schon? Ja. Es hieß, es gibt kein Konzept, es gibt kein Drehbuch. Und deswegen habe ich mich auch nicht vorbereitet. So, Mäuschens. Weißt du, wer das Gesicht der ersten Folge Netzgeschichten war? Ja, ich vermute, dass ich das war. Weißt du, wo du da warst? In einem Laden voller Radios und technischer Geräte. Und ich hatte eine ganz schlimme Frisur. Ich hatte so einen Pony, den hatte ich so schräg, so wie, oh, das, mh, ja, doch, ich erinnere mich. Was war deine erste Netzgeschichte? Die allererste, das war irgendwie auch so ein Pilot-Testdreh, weil irgendwie niemand so einen Plan hatte, was wir da eigentlich treiben. Und es ging um Tolino, dieses E-Book quasi. Und wir haben in Köln irgendwo gedreht an einem mega heißen Tag und sind immer auf den Treppen so hin und her gesprungen. Ich hatte, glaube ich, gefühlt 2,5 Zeilen Text, habe die natürlich wahnsinnig krass auswendig gelernt, dann wurden die alle nochmal verändert. Es hat irgendwie ewig gedauert. Kannst du dich noch an deinen ersten Dreh mit den Netzgeschichten erinnern? Ja, das war, wie hieß die Veranstaltung nochmal? Hier, YouTube. YouTube Days. Video Days. Ja, das war bei den Video Days. In der Lanxess Arena. Was ist der Unterschied zwischen Vectoring und Trenching? Trenching ist eine Technik, wie man den Boden aufsägt, um da Kabel zu verlegen, Glasfaser. Kann das sein? Ich glaube ja. Beim Vectoring hatte ich ein Superman-Kostüm an und beim Trenching habe ich irgendwas durchgeschnitten. Was war dein schlimmstes Kostüm? Es gab eine Folge mit Fred Feuerstein, da musste ich aus einer Höhle kommen. Und das war so ein richtig günstiges Billo-Karnevalskostüm. Und an sich war das ja nicht schlimm mit so Krawatte und orangem Dings. Aber ich glaube, es gab eine Perücke, wenn ich mich richtig erinnere, und Füße. Und diese Füße waren riesengroß und wir mussten damit durch den Wald stapfen und eine Höhle suchen, weil das war wichtig scheinbar für den Witz. Das war ein richtig beschissenes Kostüm. Ja. Was hast du in 5 Jahren Netzgeschichten gelernt? Naja, ich habe vor allem gelernt, irgendwie, dass man Dinge auch mehrmals machen kann, bis sie gut werden. Ich habe, glaube ich, gelernt, ein bisschen mein Schamgefühl zu überwinden. Ich habe viel gelernt über Netzausbau. Es gibt ja so viele Kostümeinsätze. Das heißt, wenn man Netzgeschichten dreht, muss man eigentlich bereit sein, alles zu tun. Hier, KI, Smart Living, Driving, Housing, Being. Was ist deine Lieblingsnetzgeschichte? Das, wo das Krümelmonster neben mir auf der Couch saß. Ich finde tatsächlich, die Folge über die smarte Brücke ist ganz cool geworden. Da sitze ich im Auto, habe eine meiner Lieblingsjacken an und fahre da ein bisschen durch die Gegend und interviewe Leute, wie eine smarte Brücke aussehen kann. Oh, unvergessen ist natürlich die Lifehacks zu Weihnachten. Bis heute habe ich den Adventskranz mit den Mobilfunkgeräten nicht umgesetzt. Welchen Artikel aus dem Magenta-Shop brauchst du noch unbedingt? Circa alle. Welche Lifehacks nutzt du privat? Der Gummi, den man in der Autolüftung platzieren kann und das Handy reinschniepeln kann. Das habe ich tatsächlich schon gemacht. Wofür steht LTE? Gott, sowas sollte man wissen. LTE. Das T steht für Technology, würde ich sagen. Long. Langes Telefon. Last. Ephraim. Long, irgendwas mit Technik, Long-Term Evolution. Long-Term Evolution? Also ich muss dazu sagen, wir wurden natürlich auch nur eingestellt, weil wir selber natürlich noch einen großen Bedarf haben, Lernbedarf, und der wird netterweise auch gedeckt. Texte lernen oder Teleprompter? Das kommt ganz auf den Tag an, aber Texte gehen eigentlich. Ich bin bekannt als One-Take-Toni. Teleprompter gibt's nicht und ich merke mir nicht alle Texte. Meistens gehe ich die kurz vorher nochmal durch und dann klappt es meistens so beim 10., 11. Mal. In wie vielen Sprachen gibt es die Netzgeschichten? 3. Sonst eigentlich immer auf Deutsch, aber die werden safe auf Englisch übersetzt und ich glaube mittlerweile auch auf Arabisch oder so. Ist bei so einem Dreh schon mal etwas kaputt gegangen? Ein Rucksack mit Technik, weil jemand drüber gefahren ist. Christian, hast du schon mal eine Puppe gedatet? nur für die Netzgeschichten. Die war mäßig beeindruckt von meinem ganzen Setup. 3 Adjektive für die Netzgeschichten. Crazy. Spaß. Unterhaltsam. Bunt und unterhaltsam. Information. Was hast du? Adjektive? Scheiße. Spaßig. Unterhaltsam, informativ. Konstruktiv. Ich würde nochmal bunt austauschen gegen informativ. Herzig. Kreativ. Die Netzgeschichten sind für dich? Fun, fun, fun. Oh. Die Netzgeschichten sind vor allem ein
sehr, sehr schönes Projekt, weil das Team insgesamt gut funktioniert. Das finde ich eigentlich mega genial. Welche Folge fehlt noch? Mehr Tiere, mehr Talk. Und wen würdest du gerne mal interviewen? Michelle Obama hätte sicherlich auch eine Menge zum deutschen Netzausbau zu sagen. Welche Folge sollte es in Zukunft noch geben? Die Musical-Folge. Die Musical-Folge, ganz klar. Was würdest du machen, wenn du mal nicht mehr die Netzgeschichten moderierst? Sagt ihr mir jetzt live, dass es vorbei ist? Das waren 5 Jahre Netzgeschichten. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und für den Spaß, den wir mit euch haben durften. Schreibt uns gerne mal eure Highlights, eure Lieblingsfolgen der letzten 5 Jahre Netzgeschichten unten in die Kommentare. Und schreibt da unbedingt auch rein, was ihr euch wünscht. Welche Themen, was wollt ihr sehen? Einfach direkt unter das Video in die Kommentarbox. Ansonsten abonnieren nicht vergessen, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschö, auf die nächsten 5 Jahre. Ich krieg's nicht. Wartet auf mich. Wird das hier veröffentlicht?